Es klingt zu schön, um wahr zu sein. Ein bisschen mit der Spielkonsole zocken und gleichzeitig fit werden. Doch wie effektiv ist der Couch-Potato-Sport wirklich? Kann die Konsole den realen Sport ersetzen? VigoTV macht an der Sporthochschule Köln den Test. Sportstudentin Corinna ist das Versuchskaninchen. Vergleichstest Nummer 1. Tennis. Probandin Corinna gegen Tennispartnerin Nadine. Tennis hat einen mittleren Trainingseffekt. Der Körper wird immer nur kurzzeitig belastet, die Ausdauer wird jedoch aufgrund der Spiellänge gut trainiert. Sportwissenschaftliche Messungen ergeben, dass eine Frau mit Corinnas Statur bei einer Stunde Tennis ungefähr 285 Kalorien verbraucht. Corinna beim Tennis mit der Konsole. Spaß scheint das Ganze ja zu machen, aber ist der Kalorienverbrauch mit dem eines realen Tennismatches vergleichbar? Diplom-Sportwissenschaftler Boris Fjodorow von der Sporthochschule Köln macht die Messungen. Neben einer Atemgasanalyse messen wir auch die Herzfrequenz und den Blutdruck. Aufgrund der gesammelten Messergebnisse lässt sich der Kalorienverbrauch und damit der Trainingseffekt ermitteln. Boris Fjodorow. Wenn wir zunächst erstmal nur die Herzfrequenz betrachten, sieht man ganz deutlich, dass ein Spielen an der Konsole nicht vergleichbar ist mit dem wirklichen echten Tennis. Beim echten Tennis hatte sie um die 170 Puls nachher und hier beim Stehen, aufgrund des weniger Laufens, knapp 110 vielleicht. Ähnlich auch mit dem Kalorienverbrauch, der ist beim wirklichen Tennis um die dreimal höher. Vergleichstest Nummer 2, Golf. Wir begleiten Probandin Corinna auf den Golfplatz. Golf ist weit davon entfernt, Hochleistungssport zu sein. Dennoch ist wenig Bewegung bekanntermaßen besser als gar keine. Beim Golfen verbraucht Corinna durchschnittlich 248 Kalorien pro Stunde. Doch gibt es einen Unterschied zum Golfen auf der Konsole? Und wenn ja, wie groß ist er? Wieder darf Corinna zeigen, was sie kann. Wie hoch Corinnas Handicap ist, interessiert uns erst einmal nicht so sehr. Wichtig ist, dass die Bewegung korrekt ausgeführt und die Messungen exakt vorgenommen werden. Wie zuvor messen wir Atemgas, Herzfrequenz und Blutdruck. Die Ergebnisse sprechen für sich. Auf dem Golfplatz hat die Corinna 250 Kalorien ungefähr verbraucht. Hier beim Stehen, wo sie auch relativ wenige Schläge dann gemacht hat, knappe 112. Puls eigentlich nicht über 100 gekommen beim Stehen. Draußen hatte sie so um die 120, 130. Klar, da hat sie auch ein paar Schläger geschleppt und ist auch richtig gegangen. Das fällt natürlich bei der Konsole alles weg. Vielleicht sieht es ja beim Boxen anders aus. Schließlich ist dieser Sport in den letzten Jahren sehr in Mode gekommen und hat das Hinterhof-Image längst abgelegt. Corinna darf jetzt mal so richtig zuschlagen. Boxtrainer Mike nimmt das Ganze gelassen hin. Schlagende Argumente für das Boxen: Es ist Koordinations- und Krafttraining, aber auch die Ausdauer kommt nicht zu kurz. Durchschnittlicher Verbrauch pro Stunde ca. 495 Kalorien, der Spitzenreiter. Und wie sieht es beim Boxen daheim aus? Können die Luftschläge mit den harten Punches im Boxring konkurrieren? Corinna haut jetzt mal so richtig drauf, da möchte man lieber kein Gegner sein. Ein Vorteil der Konsole liegt jetzt schon auf der Hand. Die Attacken des Gegners machen keine ambulante Versorgung nötig. Doch wie sieht es mit dem Trainingseffekt aus? Kann das Wohnzimmer den Boxring ersetzen? Mit Abstand die anstrengendste Sportart, auch auf der Konsole. Sie hatte Puls im Durchschnitt über 130 und hat immerhin knappe 140 Kilokalorien auf die Stunde hochgerechnet verbraucht. Natürlich überhaupt nicht zu vergleichen mit einem wahren Boxen, wo man wirklich sich auch auf den Gegner einstellen muss und eine Ganzkörperaktivität hat, wo man so um die 500 Kilokalorien verbrennt. Konsolensport. In Wirklichkeit nur ein teures Telespiel mit geringem Trainingseffekt? Wir fragen Professor Ingo Frohböse vom Zentrum für Gesundheit der Deutschen Sporthochschule Köln. Es gibt einen großen Unterschied natürlich zu dem realen, zu dem natürlichen Sport. Natürlich heißt, dass wir Sport im Freien machen können, dass wir Sport in einer anderen Umgebung machen können, dass wir Sport sehr viel mehr ja auch erlebnisorientierter gestalten können, als wenn wir etwas vorgelebt bekommen von Medien quasi, die auch teilweise die Emotionen sogar noch ausleben. Das heißt also, die Natürlichkeit bei der klassischen sportlichen Aktivität ist viel eher gegeben und insofern lebt man diesen Sport mehr
als man ihn ausschließlich über die Konsole quasi erfährt. Darüber hinaus gibt es noch einen großen Unterschied natürlich, weil die technischen Komponenten, die Ausführung, also die gesamte Bewegungsqualität unterscheidet sich gravierend von der natürlichen Sportart, von der regulären Sportart hin zum Konsolensport, wo man ja sagen muss, es ist doch meistens eine Pervertierung so ein wenig der klassischen Aktivität. Die Wahrnehmung, die Anpassung an die Umwelt, die reduziert sich hier doch beim Konsolensport gravierend. Also es werden Fähigkeiten trainiert beim Konsolensport, Herz-Kreislauf-Fähigkeiten insbesondere, aber die anderen Fähigkeiten wie Muskulatur, wie Technik und wie Antizipation und Wahrnehmung, die fehlen und die werden ausschließlich beim realen Sport mitgeübt. Fazit: Sport an der Konsole macht Spaß und ist generell besser, als sich überhaupt nicht zu bewegen. Einen Ersatz für den echten Sport stellt sie aber nicht dar. Wer seine Ausdauer stärken, Muskeln aufbauen oder sein Gewicht reduzieren will, muss für den Sport die Couchspannung, das Wohnzimmer, auf jeden Fall verlassen.